Ja, sehr viel Politisches heute schon an diesem ersten Tag passiert. Man darf nicht vergessen, das Abschlusskommuniqué, was dann am Sonntag verabschiedet werden soll, das ist eigentlich schon fast fertig. Wir hören aber, dass es noch wahnsinnig viele offene Fragen gibt. Normalerweise vor dem Gipfel sollte das mehr oder weniger schon fertiggestellt sein. Allein der Chefunterhändler der Bundeskanzlerin in Wirtschaftsphrasen, Lars-Henrik Röller, hatte viermal die Chefunterhändler, die sogenannten Sherpas, eingeladen, um über dieses Abschlusskommuniqué beispielsweise, was den Freihandel angeht, zu sprechen. Aber seitdem die Regierung Trump im Amt ist, macht es das offensichtlich sehr schwierig. Das Gleiche gilt übrigens für die Klimaziele, die hier dann irgendwann gemeinsam verabschiedet werden sollen am Sonnabend. Also da gibt es noch große Probleme. Trotzdem, diese bilateralen Gespräche, das ist ja so ein Stück weit das Salz in der Suppe, diese Gespräche am Rand. Und genau darüber will ich sehr gern sprechen mit Professor Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler der Uni Erlangen-Nürnberg. Professor Fröhlich, was ist das eigentlich Maßgebliche hier? Das, was wir jetzt in den Beiträgen schon gesehen haben, diese Gespräche abseits der, sagen wir mal, der Gipfelarithmetik, wo dann die Staatschefs die Gelegenheit nutzen, die kleinen Probleme, die ja gar nicht so klein sind, sondern die Krisen der Welt sozusagen schon ein Stück weit zu lösen oder voranzukommen, oder der Gipfel selbst? Ist das die Symbolik, die zählt? Also beides ist unerlässlich, wobei ich sagen würde, die bilateralen Gespräche genauso wie die Vorgespräche eben der Sherpas, das Ganze, solche Gipfel werden ja intensiv vorbereitet, minutiös bis ins Detail, und es wird halt versucht, die großen Differenzen und Spannungen im Vorfeld auszubügeln, auszumerzen, soweit das irgendwo möglich ist. Aber das Gespräch in der jetzigen Zeit, also wenn wir in Berlin im Moment sitzen und schauen uns um, dann haben wir das erste Mal, das kennen wir ja nicht, das ist der erste Gipfel, G20-Gipfel, und das galt auch für den letzten G7-Gipfel vor einiger Zeit, bei dem der Westen das erste Mal nicht geschlossen auftritt. Wir haben die größten Unruhen im Moment innerhalb des westlichen Lagers. Wir haben das Problem mit der Türkei, wir haben Russland und wir haben China, das im Moment in einer relativ komfortablen Situation und Position ist, ebenso übrigens wie Russland. Insofern sind das natürlich die ganz zentralen bilateralen Gespräche, die die Kanzlerin unweigerlich vorher führen musste, wenn sie denn mit einer einigermaßen klaren Linie auch in die Verhandlungen dann der G20, der gesamten Gipfelteilnehmer, gehen will. Insofern, das, was wir gehört haben, Neues ist das natürlich nicht. Die Klimaverhandlungen sind das, oder das Klimaproblem ist zentral, und die Handelsfragen bleiben zentral. In der Frage Sicherheit können wir davon ausgehen, Bekämpfung des Terrorismus und die Frage Syrien, dass man sich vielleicht noch auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwo verständigen kann und dass es da Kompromissbereitschaft geben wird. Aber in der Klimafrage und in der Handelsfrage, denke ich, entscheidet sich das diesmal wirklich in ganz zentraler Weise, ob es zu irgendeinem Kompromiss kommt. Man darf bei all dem nicht vergessen, diese G20-Gipfel und die Gipfel generell erfordern einen Konsens. Also in der Regel, es ist im Vorfeld häufig gesagt worden, dann gibt es halt 20-1 in der Klimaverhandlung, 19 gegen Trump. Aber so wird es nicht laufen. Man wird nicht erleben, dass hier Trump auf dieser Bühne, internationalen Bühne, komplett isoliert wird. Es muss einen Kompromiss in irgendeiner Form geben. Da gibt es Möglichkeiten, das kann man sich vorstellen, weil dieser Klimavertrag durchaus eine gewisse Flexibilität zulässt. Das wird entscheidend sein. Und in der Handelsfrage und in den Handelsfragen gilt eigentlich das Gleiche. Da haben wir beim G7-Gipfel schon ein Stück weit einen Vorgeschmack bekommen. Und ich erwarte, dass es in eine ähnliche Richtung auch hier gehen wird, dass man sagt, dann geht man vom Freihandel eben zum Prinzip fairer Handel. Das hat Herr Gabriel, der Außenminister, eben auch einmal mehr signalisiert. Damit können alle in irgendeiner Form leben. Die Frage ist, wie definieren wir fairen Handel? Was heißt fairer Handel für Herrn Trump? Und denke ich, an diesen Stellen, an diesen Schnittstellen, das ist das, wo vielleicht ein Kompromiss zu erwarten sein wird, oder wo man einen Kompromiss erwarten kann. Ich gehe nicht davon aus, dass es zu einer wirklich einer deutlichen Isolierung des Präsidenten kommen wird. Ich sehe vor allen Dingen Russland und China bei diesem Gipfel in einer relativ komfortablen Situation, Position, aus vielen Gründen. Der Letztgenannte hat ja sozusagen sich zu einem neuen Bündnispartner der Deutschen auch entwickelt, insbesondere auch in der Klimapolitik und in der Handelspolitik. Chinas neue Rolle könnte man das nennen. Wir können auch gleich das noch ein bisschen vertiefen. Die Bundeskanzlerin selbst hatte ja die Erwartungen an diesen Gipfel ein Stück weit runtergeschraubt. Nicht zuletzt, weil sie natürlich weiß, wie schwierig es im Moment ist, mit der amerikanischen Administration eine übereinstimmende Position bei den Themen Wirtschaft, Handel
Klimawandel und eben Klima zu finden. Vor ihren ersten bilateralen Gesprächen, übrigens der erste war am heutigen Tag im Hotel Atlantic, wo sie residiert, der australische Premierminister, vor diesen Gesprächen hat sie einen Rundgang um die Messe gemacht und hat zumindest mal kurz für die Presse ein Ohr gehabt. Macht der Vorschlag von Martin Schulz Sinn, das bei den Vereinten Nationen direkt beispielsweise in New York anzusiedeln? Gesetzt den Fall, dann würde, also so wie er es ja sozusagen vorschlägt, dass dann auch mehr dabei herauskommen würde? Ist das realistisch? Also ich vermag mir das noch nicht so richtig vorzustellen, wie das in der Praxis aussehen soll. Man kann das durchaus nach New York verlegen, aber inwieweit damit die Vereinten Nationen also irgendwie stärker involviert würden, inwieweit man abgesehen von einer symbolischen Geste hier praktisch zu konkreteren oder konkreten Ergebnissen kommen kann, wie das umgesetzt werden soll, das vermag ich ehrlich gesagt nicht abzuschätzen. Und ich weiß auch nicht, wie Herr Schulz sich das tatsächlich praktisch vorstellt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass bei diesem G20-Gipfel nicht nur 20 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen zusammenkommen, sondern es gibt eine Reihe anderer Länder, die auch noch eingeladen sind, Kontinente sozusagen, die vertreten sind. Afrika auf der Tagesordnung steht. Also ganz so, wie es hier dargestellt wird, das ist der Gipfel der Kapitalisten, das entspricht nicht der Realität. Wir reden hier von einer Zusammensetzung, das war ja gerade Sinn und Zweck, das Ganze auszuweiten, eben von G7, G8, den OECD-Staaten und den westlichen Demokratien hin zu einer Veranstaltung, bei der eben die Schwellenländer ein Gehör finden und Länder, die sozusagen auf dem Sprung sind. Insofern vermag ich das nicht zu teilen und einzuschätzen. Kommen wir mal zu den Themen. Die Kanzlerin hatte ja von vornherein sozusagen die Latte relativ tief gehängt, hat heute auch noch mal betont, dass es schwierige Verhandlungen werden. Die Knackpunkte sind ja jetzt schon vielfach besprochen. Freihandel und natürlich der Klimaschutz. Wie kann denn nach der Ankündigung Trumps aus dem Pariser Abkommen auszusteigen, wie kann denn überhaupt sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner beispielsweise beim Klimaschutz aussehen? Ja, ich denke, wir die ganze Diskussion verkennt so ein bisschen und dass Trump angekündigt hat, aus einem Vertrag auszutreten, aus dem er tatsächlich erst in 3 Jahren erstens herauskommt. Zweitens gibt es für die Amerikaner auch darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit zurück. Zweitens, Trump ist nicht komplett ausgestiegen aus den UN-Klimaverhandlungen. Das ist ein großer Unterschied. Und der wird aber überhaupt nicht berücksichtigt und überhaupt nicht diskutiert in dem Zusammenhang. Drittens sollten wir vielleicht ganz konkret hinschauen, was dieser Klimavertrag sagt. 2%, die 2 Grad Celsius Ebene Erderwärmung, die ist zu verhindern gilt. Und andere, alle sozusagen verpflichten sich. Man sollte übrigens daran erinnern, dass die Idee des 1,5 hieß es damals noch, bis 2,5 Grad Ziels bei einem G20-Gipfel entstanden ist. Und dass das insofern macht dieser Gipfel vielleicht tatsächlich irgendwo Sinn und hat auch irgendwo bisweilen hin und wieder mal konkrete Ergebnisse irgendwann gezeigt. Also das sind alles Dinge, die sollte man bei den Dingen mit berücksichtigen. Zweites großes Thema ist ohne Frage der Freihandel. Jetzt pünktlich mit dem heutigen Tag hat die Europäische Union verkündet, dass die Verhandlungen mit Japan quasi abgeschlossen sind für ein Freihandelsabkommen. Es ist ausverhandelt. Jean-Claude Juncker glückselig über diese Tatsache, weil man das Wort Freihandelsabkommen ja in den letzten Monaten nach TTIP quasi ja kaum noch in den Mund genommen hat. Was wird Trump da an Spielraum übrig lassen für die Europäer? Ja, also ich meine, Trump wird, glaube ich, und ich glaube, das ist das, was man in Washington auch spürt, in den Diskussionen auch in der eigenen Partei, in der Fraktion und den Republikanern, die eigentlich traditionell eher freihändisch orientierter sind, als das die Demokraten sind. Den Druck spürt er ja im eigenen Land und er wird den aus der Industrie, aus der Wirtschaft heraus spüren. Das, was er sich vorstellt, ist meines Erachtens so nicht umsetzbar. Das heißt aber für ihn natürlich nicht, dass er im Moment so kurz, er ist 150 Tage im Amt, 130 Tage im Amt. Natürlich hat er seine Klientel, hat er seinem Slogan in irgendeiner Form gerecht zu werden. Er kümmert sich um die Amerikaner. Wie er sich das konkret vorstellt, hat er zwar gesagt, leider wissen die meisten Ökonomen, dass das Rezept oder die Remedur, die er dafür angeboten hat, nicht die geeignete ist. Also insofern denke ich, wird er auch sehen, auch ein solches Freihandelsabkommen ist natürlich das beste Signal dafür, wie isoliert er tatsächlich damit dasteht. Also wenn selbst die Chinesen
heute hingehen, da sollten wir natürlich vorsichtig sein und das auch richtig einzuordnen wissen, aber sagen, wir treten für den Freihandel ein und Russland sagt auch wunderbar und alle sagen eigentlich wunderbar und nur Herr Trump sagt, wir sind dagegen. Das ist auf Dauer nicht durchhaltbar. Also wie er den Spagat auf Dauer durchhalten will, zumal das, was er sich vorstellt, ökonomisch eben eigentlich auch letztendlich diesen gewünschten Erfolg nicht bringen wird, das ist schwer abzusehen. Morgen sind wir vielleicht schon ein Stück weit schlauer, wenn der erste Tag des Gipfels stattgefunden hat. Ich gebe Ihnen jetzt erstmal ein Update, was die Demonstration angeht. Die Demonstration ist natürlich mitnichten schon beendet, zwar offiziell, aber es geht natürlich weiter. Etliche Demonstrationszüge oder zwei kleinere im Verhältnis zu den 12.000 bewegen sich noch. In Altona kommt es inzwischen wieder zu Auseinandersetzungen. Nicht so groß, zumindest sind Wasserwerfer aufgefahren. Die Polizei hat gemeldet, dass sie mit Böllern beworfen wird, auch mit Steinen und Latten. Das sind die Live-Bilder. Das dürfte irgendwo im Schanzenviertel sein, würde ich mir vorstellen können. Also Autos werden möglicherweise angezündet. Das können aber auch Mülltonnen sein. Das ist nicht klar zu erkennen. Auf jeden Fall sieht es danach aus, als könnte es heute Nacht noch die eine oder andere Konfrontation geben. Der schwarze Block hat sich, Thomas Bader hat es schon gesagt, in zwei Teile zerteilt. Und einer ist in Altona und das ist mutmaßlich in der Umgebung des Schanzenviertels, wo diese Bilder jetzt gerade live zugespielt wurden. Für die Hamburger, 1,8 Millionen Einwohner, ist der Gipfel ohne Frage eine Belastung. 100.000 Demonstranten werden erwartet und ganz, ganz viele, mehr als 90%, 95% wahrscheinlich, sind natürlich friedlich dabei, wenn es darum geht, den G20 die eine oder andere Nachricht zukommen zu lassen. Die Kirchen sind auch Teil dieser Protestbewegung und Thomas Bader hatte die Gelegenheit, Bischöfin Kirsten Fehrs danach zu befragen.